Wir suchen uns jetzt mal die Lagerspur hier. Wir müssen also diese Welle noch lagern und dieses Element lagern. Das Lager könnte zum Beispiel hier entsprechend untergebracht sein. Auch an dieser Stelle würde vermutlich ein Kugellager reichen. Dieses Kugellager kann als Loslager vorgesehen werden, könnte also hier in der Gehäusewand außen sitzen, wird am Innenteil festgelegt durch eine Distanzscheibe zum Absatz, im inneren Bereich ähnlich wie wir es vorher hatten durch eine Nutmutter befestigt. An der Stelle wird vielleicht mal, weil man den Durchmessersprung als zu groß empfindet, eine Laufhülse vorgesehen mit einer 15 Grad Schräge am Ende, auf die dann der Wellendichtring läuft. Wellendichtring ist vielleicht hier am Deckel innen gehalten. Der Deckel läuft hier rüber. Hier könnte wieder ein O-Ring sitzen. Dieser Laufring könnte aufgepresst sein, sodass man eigentlich fast ohne Verlust an Durchmesser aus dem Getriebe rauskommt und entsprechend auch hier mit einer Passfeder einen Anschluss nach draußen hinbekommt. Das Lager an dieser Stelle sollte man natürlich weit nach innen holen oder aus Fertigungsgründen von der Konstruktion her mit in eine Lagerspur legen. Ich nehme es vielleicht mal hier an dieser Stelle nach innen, sodass man eine steife Abstützung bekommt. Und zwar ziemlich nah an dem Zahnrad. Auch hier wird es wahrscheinlich mit einem Kugellager noch gerade gehen. Ja, das ist jetzt leicht verrutscht. Das Lager muss ja hier sitzen.
Hier haben wir den Distanzring. Am Ende das muss natürlich nach innen, das ist sauber, unsauber gezeichnet hier. Kann ja kein Sprung drin sein. Das Lager ist also etwas ungünstig gelaufen. Von den Abmessungen her, hier wird wieder eine Nutmutter vorgesehen. Mit Gewinde, Gewindeauslauf. So, dass wir dann an der Stelle den Sprung haben im Gehäuse. Und hier vielleicht ein einfacher Deckel eingepresst ist. Der diese Geometrie und das Gehäuse schön zuschließt. Ja, wir müssen uns dann überlegen, wo es also Befestigungen gibt. Man versucht, die möglichst nah in den Bereich des Lagers zu bringen, gleichwohl das Lager ja auch mit dem Deckel, ja hier wird es nicht verschraubt, sondern nur eingesteckt ist, dann kann man natürlich auch hier in die Nähe des Lagers einen Befestigungspunkt bringen. Aber es geht an dieser Stelle auch erstmal nur darum anzudeuten, wie das Getriebe in seinem Grobaufbau ist. Bei der wirklichen Konstruktion später wird man dann feststellen, dass das ein oder andere noch zu optimieren bezüglich insbesondere der Geometrien ist. Das scheint mir jetzt ein bisschen groß geworden zu sein. Wird man dann auch sehen entsprechend, wie diese Nutmuttern, wie die Wellendichtringe in der Norm, welche Größe sie haben, sodass man das entsprechend auch anpassen kann. Ja, also der Getriebeausgang ist skizziert. Es fehlt dann lediglich noch diese Lagerungseinheit. Hier ergänzen wir vielleicht kurz nochmal die Schraffur. Thank you.
Hier, wie gesagt, ist der Befestigungspunkt etwas vom Verschraubungspunkt entfernt, weil wir das Festlager mit einer Schraube festhalten. Dies ist also ein Loslager. Wir haben hier ein Loslager gesetzt. Hier dann das Festlager. So, dass wir erstmal das Lagerungsprinzip haben. Haben Sie soweit vielleicht an dieser Stelle Fragen zu der Konstruktion? Ja, bitte? Könnte man anstelle der Zylinderrollenlager auch Kugellager einsetzen? Prinzipiell ja, man kann natürlich auch anstelle des Zylinderrollenlagers ein Kugellager einsetzen. Wobei ein Zylinderrollenlager zu empfehlen ist, denn wir haben ja bei der Berechnung auch im Semester schon gesehen, dass die Hauptlast das erste Lager trägt und dass es sich da in der Regel auch empfiehlt, ein Zylinderrollenlager aufgrund der höheren Traglastfähigkeit einzusetzen. Alternativ können wir auch an dieser Stelle mal mit einem Sicherungsring zum Beispiel die Befestigung am Ende der Welle vornehmen. Dann fällt der Abschluss auch sehr kurz aus, was den Vorteil hat. Man kann vielleicht sogar einen vorhandenen fertigen Deckel, den man kaufen kann, als Musterteil, also als Kaufteil herzustellen. Die Deckel werden leicht eingepresst, die können auch in Kunststoff sein. In der Regel sind es vorgebogene Blechdeckel. Ja, ergänzen wir hier noch die umlaufende Kante. Damit ist das Getriebe weitestgehend fertiggestellt. Was jetzt noch fehlen würde, wäre natürlich das Gehäuse etwas besser zu optimieren, aber das wird im Zuge der Detailkonstruktion gemacht, sodass man sagen kann, der Grobentwurf des Getriebes ist an dieser Stelle fertiggestellt. Wir sehen nochmal die Antriebswelle, Übersetzung 1:4 auf diese Vorgelege oder Zwischenwelle fest losgelagert. Das zweite Zahnrad nach Möglichkeit direkt an das erste angesetzt. Ja, mit der Übersetzung 3,7 ergibt sich die Geometrie dieses großen Zahnrades. Was man auch sehr schön sehen kann, ist, der Wellendurchmesser wächst von Welle zu Welle. In Relation zu dem, was hier gelungen ist, hätte er am Antrieb etwas stärker ausfallen können oder man hätte den hinteren Bereich auch durchaus noch etwas detaillierter, kleiner zeichnen können. Das spielt aber erstmal keine Rolle, sodass wir sagen können, wir haben einen schönen Abschluss. Ja, meine Damen, meine Herren, so in etwa könnte also eine Konstruktion aussehen, wenn man Handskizze erstellt. Das kann man natürlich noch besser machen, wenn man noch ein bisschen besser übt. Aber da sind Sie ja sowieso besser im Geschäft als ich, da Sie momentan ja im Semester viel zu üben haben. Ich bedanke mich zunächst, dass Sie teilgenommen haben, dass Sie die Aufmerksamkeit mitgebracht haben. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Herzlichen Dank.